Also wir haben im Rahmen der Fremdfinanzierung die Strukturierung langfristig, kurzfristig und Kreditsubstitute. Die Unterscheidung langfristig, kurzfristig, also Unterscheidung nach der Zeit, klar, fristig. Und Substitute ist eine Unterscheidung nach der Art. Das heißt, hier steigt man aus dem Schema wieder aus und sagt, was kann ich denn tun statt eines Kredits? Und das sind genau oder das ist genau der strukturelle Überblick, den man in der Prüfung haben muss. Denn in der Prüfung wird nicht nach dem letzten perversen Detail gefragt. Struktureller Überblick ist wichtiger als jedes perverse inhaltliche Detail zu wissen. Das heißt, in der Prüfung ist durchaus eine Konstellation denkbar, folgende unternehmerische Situation. Das Unternehmen möchte Fremdkapital aufnehmen, aber vielleicht auch doch nicht, gibt es Alternativen. Und dann muss der Weg gehen in Richtung Kreditsubstitute. Und dann sind wir, wie wir gleich noch sehen werden, zum Beispiel bei Leasing und Factoring. So ungefähr. Und das können nur Leute beantworten, die den strukturellen Überblick haben. Noch einmal, struktureller Überblick ist wichtiger als Kenntnis jedes perversen Details. Die Leute lernen alle falsch. Die Leute lesen alle Lehrbücher falsch. Die Leute fangen sofort an mit dem Inhalt. Kein Mensch schaut ins Inhaltsverzeichnis. Kein Mensch schaut in die Gliederung. Alle fangen auf Seite 1 an zu lesen. Das heißt, sie sind beim Inhalt. Sie gucken auch nicht ins Vorwort. Im Vorwort sagt der Autor, was er mit dem Buch machen will, wen er ansprechen will, was er behandelt und was er vielleicht nicht behandelt, wie das Buch einzuordnen ist, liest kein Mensch. Alle wollen sofort Inhalt. Struktur vor Inhalt. Struktureller Überblick ist wichtiger als jedes perverse inhaltliche Detail zu wissen. Also hier ist die Prüfungsfrage ganz klar. Das Unternehmen hat weiteren Kapitalbedarf. Fremdfinanzierung möchte man aber jetzt vielleicht nicht mehr, weil man vielleicht schon eine gewisse Fremdkapitalquote hat. Gibt es Möglichkeiten? Dann kann man sagen, natürlich, es gibt die Möglichkeit der Beteiligungsfinanzierung. Dann geht man in dem Schema nach links rüber. Beteiligungsfinanzierung, Kreditfinanzierung, Mezzaninefinanzierung. Oder man geht eine Ebene tiefer und sagt, Fremdfinanzierung, wenn wir da mal bleiben, gibt es auch Möglichkeiten, die zwar keine Beteiligungsfinanzierung sind, aber in gewisser Weise die klassische Kreditfinanzierung ersetzen, nämlich Leasing und Factoring. Und dann hat man die Frage beantwortet. Und die anderen rennen raus und heulen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollten. Ja, genau, da in dem Schema kann man sich das noch ergänzen. Bei den Substituten, Leasing und Factoring, darauf läuft es letztlich hinaus. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.